meine Lieben und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Alle Tabu. Ja, mal wieder am Installation unterwegs. Freunde, Chris jetzt mal an der Senke, mal ein bisschen weiter an den Rand gelegt. Ja, Mann. Diesmal haben wir endlich mal einen am Rand rausgeholt. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Tag und Nacht. Ich hoffe, ihr seid heiß, denn hier in Deutschland ist es wieder mega heiß. Wir haben wieder Temperaturen über 30 Grad. Das bedeutet für uns, wir können uns am besten ins Tidegewässer begeben und dort ein bisschen die Aale befischen. Heute mal ganz spartanisch unterwegs, meine Lieben. Ich habe heute nur eine Route dabei und eine alte Senke, weil ich was Spezielles vorhabe. Es gibt einen speziellen Köder in der Angelszene, der meist sehr schnell untergeht oder fast nicht gefischt wird. Und das ist die Garnele oder besser gesagt das Granat hier bei uns vor Ort. Und das möchte ich mir mit der Senke besorgen und dann schon mal mit einer Route im Ems-Dollar-Fluss ein bisschen antesten, ob die Aale darauf Bock haben. Schatten und bam! Ja, meine Lieben, in der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass wir noch mal einen zweiten Teil Pöddern durchführen werden. Das wird nicht heute sein, aber heute will ich schon mal ein bisschen mit der Senke rumprobieren. Vielleicht kriegen wir auch so einen Aal zu Gesicht. Und ja, wie gesagt, den Spezialköder Granat, den will ich heute mit der Senke kriegen. Demnächst werden wir noch mal zusammen pöddern, weil die kommenden Tage werden sehr, sehr heiß. Und das ist perfekt für den Ems-Dollar-Fluss, um ein paar schöne Aale zu überlisten. Und ich wäre auch mega froh, wenn wir das hinkriegen, denn ich habe richtig Hunger auf den Aal. Ja, die Senke ist drinnen, meine lieben Freunde, ist schon alles aufgebaut, einmal hochgeholt habe ich auch schon, war leider nichts drauf, aber wir warten jetzt in 2-3 Minuten und dann gucken wir mal, ob sich das Netz füllt, ich hoffe. Ja, die Tide ist gerade da, meine Lieben, wir haben jetzt ungefähr eine Gewässertiefe von 40 bis 60 cm am Rand, das variiert natürlich bis zu, ja, so 80 cm ungefähr am Rand, je nachdem, was für einen Tidenhub wir gerade haben. Und ja, wünscht mir Glück, Leute, dass wir ein paar Garnelen / Granat erwischen, denn ich habe mega Bock heute Nacht mit Granat am Kanal zu sitzen und gucken, wie die Aale darauf reagieren. Es bleibt spannend, ich würde sagen, wir holen mal die Senke hoch. Wollte sich gerade verabschieden. Er ist aggressiv. Der ist aggressiv heute. Hey, Kollege. Oh. Das sieht nicht aus wie Granat. Gucken wir mal weiter. Schuhe ziehe ich wohl aus, aber Socken lasse ich an. Hier sind sie. Wenn nicht hier, dann nirgendwo. Ja, da hinten draußen fährt ein Krabbenkutter, da wären wir jetzt auch gerne drauf. Bist du Krabbenfisch? Das wäre genau das, was wir jetzt brauchen. Granat. Ja, an der Kamera Mr. Kreitz auch am Start heute. Moin. Moin. In der letzten Folge hatten wir ja sogar auf Pötter hier in Aal dran. Das war auch ziemlich krass, Leute. Und jetzt sind die Temperaturen wirklich so, dass man das Pötter nochmal probieren kann. Wir werden die Tage hier nochmal herkommen und das Wurmknäuel hier in die Fluten reinhalten. Und diesmal bin ich vorbereitet und habe eine Senke oder einen Kescher dabei. Nix. Wo sind die Granaten?
Wo sind die Krone? Ja, die letzten Male nix, Freunde. Chris jetzt mal an der Senke. Mal ein bisschen weiter an den Rand gelegt. Nix, ne? Nee. Hast du eine Platte? Nee. Nee. Egal, schmeiß hin, wo du denkst. Ja, Mann. Ja, keine Würmer, nichts dabei, meine Lieben. Ich habe mir gedacht, wir versuchen es spartanisch, so einfach wie möglich, mit nichts loszugehen, nur mit der Senke und der Rute. Habe ich mir wieder mal ins eigene Fleisch geschnitten wie ein Borderliner. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich nachher Nachtangeln gehen, aber wenn wir das Granat nicht bekommen, dann bin ich sehr, sehr traurig. Und dann wird die Spezialfolge doch nur zu einer normalen Aale-Tag- und Nachtfolge. Aber sie wird auf jeden Fall gut, das kann ich euch versprechen. Nächster Hub. Nix, wa? Ne. Nee. Nee. Ich hab ihn. Und nix. Fisch, Freunde. Und Granat. Ich hab's doch gesagt, bis tiefer könnte es klappen. Oh, geil. Ein super Aalköder. Das ist noch nicht alles. Noch ein Dinggranat. Hier, Freunde, da sind sie, die Aalköder. Yes, wir können eine Angel reinknallen. Ganz normale Durchlaufmontage, 6 Gramm Blei, hier ein Doppelwirbel. Doppelwirbel nur, weil ich den gerade gefunden habe. 60 cm langes Vorfach, Aalhakengröße 6, extra so klein gewählt, weil wir ja mit kleinen Ködern vorgehen, mit dem Granat jetzt. Guck mal, ob ich dieses schöne Stückchen hier kriege. Gerade, ja, da ist er. So, und dann stechen wir hier unten ein im Rücken. Dann ziehen wir den genauso wie er verläuft, einmal auf den Haken. Und wenn der Aal zubeißt, der hat so einen heftigen Druck, dass der einfach zermalmt wird. Und dann können wir zupacken. So, Montage geht rein. Die Tiefe haben wir ja gerade schon ermittelt. Liegt jetzt so bei 60 bis 80 cm. Also Stopper ein bisschen hoch. Stopper ist kaputt. Das ist krank. Was macht man da, wenn man keinen Stopper dabei hat? Da macht man Knoten auf 80 cm und hofft, dass es die richtige Tiefe ist. Ist so. Was ist das? Krebs? Da ist er. Ja, Mann, Petri, Digga. Das ist schon mal der erste Fastfisch. Und rein damit wieder. Wie krank, Alter. Direkt ein Biss, ne? Ich sehe nichts. Da. Da war direkt Biss, Freunde. Ja, da geht's runter. Und weg ist sie. Könnte natürlich auch ein Krebs sein. Aber warten wir ab. Nix, nix. Oh, was hat denn Fisch, Freunde, Fisch! Ah, wieder Nordseeblick. Nordseeblick ist junger Hering oder auch bekannt als Sprotte. Sehr geile Fische. Das soll auch ein sehr guter Zanderköder sein. Wenn ihr Erfahrungen und Berichte dazu habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ja, die werden wir auf jeden Fall auch fischen, die schönen Sprotten. Aber erst mal. Ja, scheinbar, umso weiter man rauskommt, umso mehr Kleingetier und Sprotten und sowas kommen an die Kante. Das liegt wahrscheinlich damit zusammen, weil genau 3 Meter ins Wasser rein kommt so eine ganz tief abfallende Kante zum Sandboden. Und da sind auch die ganzen Algen und sowas. Da wird das Kleinvieh dann fressen und nicht nur das Kleinvieh, auch das Großvieh, die Aale. Niemals
Geklaut? Hä? Geklaut? Ja, ich weiß nicht, was es gewesen ist, Freunde. Könnte Aal gewesen sein. Ist noch ein Film? Könnte Aal gewesen sein, kann natürlich auch Krebs gewesen sein. Aber war verdammt schnell weg, also könnte Aal sein. Ich habe noch eine Sprotte. Wir besorgen gleich noch welche mit Senke weiter draußen, wenn es noch möglich ist. Ansonsten nachher noch ein paar Fische. Auch gesagt, einen kriegen wir noch, hat Chris gerade rausgeholt. Wie so flitschig. Krebs-Session von Mainz. Haben gerade gekämpft auf jeden Fall, da ist er. Geil. Muss ja auch gut sein. Aggressiv, ne? Und tschüss. Geh. Ja. Ohne Köder. Bruno Bruns, Bruderherz am Start. War ein Leben, Freunde, wa? Boah, geil, Mann. So, kleine Stärkung, Freunde, bevor dann die dicken Fische endlich beißen, wa? Boah, hier. Erinnert so ein bisschen an Hühnerfutter. Da ist er, Freunde! Guckt ihn euch an! Eine Sardelle? Nee, das ist ein Stint! Ah! Das stimmt! Geiler Fisch, den nehmen wir mit. Ist gut für den Winter. Hat sich jetzt schon gelohnt, das Video. Gehört nicht. Meine Lieben, es macht gerade wieder so Bock, ich habe so Laune, es macht so Spaß. Wir fangen schöne kleine Fische, Köderfische sind dabei, Raubfisch haben wir aus der Nordsee gefangen. Fehlt eigentlich nur noch ein schöner Aal und JJ möchte uns auch noch besuchen kommen. Dann würde ich doch glatt sagen, machen wir dieses Video in einer Folge und in der nächsten Folge gehen wir dann schön Nachtangeln. In der übernächsten gehen wir dann nochmal schön pöddern und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim restlichen Video. Genießt noch diese wunderschöne Atmosphäre und ja, wünscht uns Glück, dass es noch um Fisch geht. Ich habe nämlich immer noch Hunger auf Aal. Es ist wieder soweit, Freunde. Kleine, schöne Plattfische. Geil, oder? Ist noch zu klein, die darf wieder schwimmen. Logo. Ja, meine Lieben, alles gehabt. Die Ebbe kommt gerade. Und was ziehen wir hier noch zum Schluss? Einen wunderschönen Aal. Auf Granat, leider nicht maßig. Früher hätte man die mitnehmen können, da gab es kein Maß. Aber heutzutage muss das einfach nicht sein, gibt nicht mehr viele Aale hier. Deshalb geht der Kleine jetzt direkt wieder rein. Und dann sehen wir uns gleich bei den nächsten Bissen wieder, meine lieben Freunde. Panorama, Freunde. Sag mal, wo kommst du denn her? Feierabend. Ich saß hier doch gerade noch ganz alleine. Oh, da sitzt hier JJ. Endlich Feierabend. Endlich Feierabend. Bis 18 Uhr gearbeitet die Frau und jetzt nochmal schön hier zum Angeln besuchen. Ja, und hat gerade natürlich wieder gut assistiert und Glück gebracht. Direkt ein Aal, wenn JJ kommt. So muss das sein. Da hinten auf der Fähre, da wären wir jetzt gerne. Aber nur mit Anker und dicken Ruten an Bord. Ja, genau. War das eine ultra geile, mega heftig schöne Session. Kein fetten Aal gefangen, aber wir haben einen Aal gefangen. Und zwar auf selbstgefangenen Granat. Und wir hatten auch noch heftige Bisse auf die kleinen Sprotten, die wir gefangen haben. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne wissen mit dem Daumen nach oben. Und nein, ich habe euch natürlich nicht vergessen, wir werden auch noch Nachtangeln, nur nicht mehr in dieser Folge. Meine Lieben, es ist jetzt, glaube ich, 19 Uhr. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Viele Besucher waren heute da. Ihr habt es ja selber zum Teil gesehen im Video. Und ja, ich bin einfach gar. Ich habe jetzt keine Lust noch da. Also am Wasser sitzen und ein paar Aale fangen, wäre geil. Aber jetzt noch Konzentration, dies, das ist vorbei für heute Abend. Ich gehe mir jetzt noch was Schönes holen mit JJ zum Schnabulieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Entweder zum Nachtangeln oder zum Pöttern Teil, keine Ahnung, welcher Teil da schon ist. Auf jeden Fall Teil 2 in diesem Jahr. So, wir sehen uns, haut rein, Kuss geht raus und ciao. Ich kann sagen, die Pizza ist kochend heiß. Okay, da fehlt schon ein Stück. Ja. Hm?